Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Das sieht sehr danach aus, als wenn das genau hierhin gehört. Ich habe euch den Warp mal erspart nach der letzten Aufgabe von Mipha. Wir werden das fortsetzen. Hier hätten wir ganz, ganz chillig. Ich glaube, das sind die Ringe, die Wasserfälle hinauf. Das machen wir später. Wir gucken uns das hier mal an. Ein definitives Zeichen für... Tja, wo wird es wohl sein? Nicht da, sondern... Tja, vielleicht doch nicht so definitiv. Das ist ein Stausee, der... links vom Zoradorf liegt. Ich gehe davon aus, dass das links ist. Das muss ja hier sein. Sind das die beiden? Das die beiden Kanten und dann der... Ist das vielleicht... Und dann der Steg? Muss ja. Geht ja nicht anders. Da, vielleicht können wir das... Ah, nein, ich vergesse immer die Schreine hinten dran. Okay. Ich vergesse immer die Schreine hinten dran. Aber, ja, ich denke, wenn das der Fall ist, dann können wir uns trotzdem doch zuerst ins Dorf der Zoras teleportieren, die Hupfdohlen-Dingsies nach oben nehmen. Ich denke, das ist relativ easy. Mal gucken, wie lange uns der Schrein dann aufhält. Vielleicht können wir es in eine Folge packen. Vielleicht. Aber wenn wir unseren Rhythmus nicht beibehalten, ist es auch nicht schlimm. Also. Da ist ein Krebs. 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 Krabbe. Okay. Wir müssen... Hallo. Wir müssen hier lang. Dort oben. Mikau-See und Lulu-See. Ein bisschen Majora's Mask-Style hat noch keinem geschadet. Also, denke ich mal, flitschen wir durch diese Seen und Wasserfälle. Was ja eine ganz coole Anlehnung ist, denn das erste Mal mussten wir durch Ringe schwimmen in Shall Legend of Zelda, Majora's Mask, als Zora gegen Bieber. Ja, gegen Bieber. Das waren noch Zeiten. Kaputte, komische Ideen auf dem N64. Da hat sich einfach noch niemand darüber gewundert, dass es komische Biber waren. Dingsies. Whatever. Style. Ding. Egal. Keine Ahnung. Mann! Dude, komm schon. Schwimmtempo. Schraub dich da hin. Los. Cool. Danke. Ich fand auch, ich habe Ausdauer bewiesen. War doch hier, oder? Oh. Ha! Nein, war es nicht. Hab den Falschen angepeilt. Macht ja nichts. Ja, 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 okay. So, da vorne muss da jetzt ein bisschen was sein. Yes! Okay. Das mit den Ringen ist echt cool. Da stehe ich ziemlich drauf. Und hier ist
Jetzt ein Sportlotus. Ich könnte ja... So, aus reiner Vorsicht heraus. Habe ich sowas nicht? Ah, nein, stimmt. Ich wollte sowas machen, habe aber ein Ausdauer-Regenerationszeug damals gekauft. Dann muss es eben so funktionieren. Hopp! Yeah! Das ist natürlich... Okay, das ist natürlich ein bisschen Auto-Win, aber... Guck mal, der ist in der Luft. Cool. Es macht trotzdem Spaß. Das ist cool. Jopp! Das ist nice. Das ist ziemlich cool. Ich meine, es hat so, ah, Finale. Es hat so echt den Stil, als ob, bin ich jetzt hier auf dem Donnerhorn. Es hat so echt den Stil, als ob ich, ich sag ja, die meisten waren geschenkt und die haben immer dafür gesorgt, dass ich genug Ausdauer hatte. Aber es hat halt Spaß gemacht. Es war schön anzusehen. Ein paar Elektropfeile kann man immer krallen. Ist jetzt aber nicht... Ist nur der... Ja. Nur der Anfangslauf vom Donnerhorn. Oder war ich hier einfach noch nie, weil... Echse. Sportechsen sind wichtig für meine Kletterausrüstung. Ganz wichtig. So. Könnte eine kurze Folge werden. Schauen wir mal, was ich hier noch so finde. Fische fangen, wenn du eine Kochzutat in der Nähe einer Fischsilhouette ins Wasser wirfst, kannst du den Fisch anlocken. Aber Achtung, die Fische haben unterschiedliche Vorlieben. Den Tipp haben sie mir noch nie gegeben. Also ich wusste es, aber nur durch die News... Die ist in Stufen aus Eisen. Also ich wusste es, aber halt nur durch die News, die wir ab und zu mal auf die Switch bekommen. Neues aus der Wildnis. Okay. Was genau soll ich eurer Meinung nach... Was war das? Der war jetzt zum Eingewöhnen? Nein. Ich... Wohin so... Was? Ich da hoch? Ah, oh. Ah. I got this. Okay. Moment. Ah, nee, das geht schlauer. Geht es nicht? Doch, klar. Okay. Cool. Und den dritten... Können wir den dritten dahin? Nein. Mach dich kaputt. So, du kommst da lang. Nee. Wir müssen trotzdem den da hoch schaffen. Aber dann fällt er sehr schnell. Er fällt halt wieder runter. Also wie? Okay, Kann ich dich erst einfrieren?
Nein. Erstmal drunter. Er ist ja wenigstens ein Stückchen höher. Hab ich ja schon mal kein Problem mit. Und... kann ich... kann ich dich... komm mal her. Kann ich dich da drunter schieben? Ah, ich muss da runter. Guck mal, du passt exakt da drunter. Und jetzt kann ich vielleicht dich auch noch ein Stückchen... ja! Cool. Sehr cool. Da geht doch noch was. Was mach ich denn jetzt? Erstmal dich kaputt. Dann halten wir dich damit. Und setze ich mach ich dich kaputt. Klappt das so? Noch nicht ganz, ne? Ich fürchte... wir machen den gleichen Trick nochmal hier unten. So. Das ist ziemlich coole Zusammenarbeit zwischen den Modulen. So. Dann mach ich dich kaputt, um dich da zu halten. So. Und wie kriege ich jetzt das ist jetzt gemein. Das ist jetzt doof. Wie kriege ich dich jetzt noch höher? Nein! Ich hatte gehofft, er wird durch beide gehalten. Ja, also erstmal halte ich dich. Dann kannst du wieder runter. Tja, was mach ich jetzt mit dir? Okay, jetzt ruhig, Blink. Easy. Chill deine Basis. Das. Den hoch. Lohnt sich das, den noch höher zu schieben? Und wenn ja, wie? Nee. 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 Dich da drunter. Und dich hoch.
nicht immer. Ein bisschen. Dann kriege ich dich jetzt. Nächste Frau. Aha, ne, ne. Reicht das da oben? Ich glaub halt nicht dran, aber ich. Oh, da hinten. Ich komme ja. So komme ich hoch, oder? Ja. Aber da fehlt noch ein Stück. Kacke, wo kriege ich das her? Wo kriege ich dieses Stück her? Wo bekomme ich dieses fehlende Stück her? Die müssen bis ganz nach oben kommen. Das heißt, also sie müssen bis zur Spitze vom Wasserfall kommen. Na? So, den da oben rechts, den... Nee, auch nicht. Wie kriege ich das hin? Kann ich die... Nee, geht auch, oder? Kann ich das... Ich probiere jetzt mal was ganz Blödes. Kann ich... Komm mal ein bisschen mit. Ich konnte das Zeug ja eben hochschieben. So. Ist noch nicht kaputt? Nicht kaputt. Habe ich dich jetzt echt zu mittig gesetzt? Das klappt. Nein, es klappt nicht. Darn, das klappt nicht. So. Du musst da hoch. Dann muss ich's kaputt. Und jetzt... Schieben wir dich ein Stückchen höher. Und dann ist schon wieder... Dann ist schon... Nee. Nee, 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 nee. Haha. Okay, ich hab's. Okay. So, dich schieben wir da raus. Du kommst... Oder? Klappt das so? Du kommst da oben drauf. Oder? Lass mich mal damit... Nee. Nee. Lass mich mal damit rumspielen. Hey! Hey! Scheiße. Nein, es klappt immer noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Tut es nicht. Oder soll ich dich festhalten? Aber was bringt mir das? Was bringt mir das, wenn ich das festhalte? Das ist doch scheiße. Oder?
Das ist doch wieder so simpel und ich denke wieder viel zu kompliziert, oder? Statt dass ich hier also mit 3 Modulen dran rumhänge und arbeite. Das ist doch wieder viel zu doof. Kann doch gar nicht anders sein. Oder probieren wir das mal. Das ist nicht. Das kann nicht sein, oder? Das ist nicht euer Ernst. Das klappt doch nicht, oder? Das habe ich jetzt nicht gedacht. Glitschst du dich da einfach? Du wagst doch nicht, dich da durchzuglitschen. Was? Aber ich glaube, hey, ist es das? Ist es das? Muss ich ihn schräg stellen? Ist es das? Oh. Nein, nein, es ist einfach. Nein, es ist einfach wirklich. Es ist immer noch viel simpler, als ich dachte. Fick dich. Fick dich, Spiel. Es ist, ja, es war einfach immer noch super, oh, es war einfach immer noch super, super simpel. Leckt mich am Arsch. Ja, du mich auch. Dingeling, dingeling. Und da oben ist, ja, cool, alles klar. Und da oben ist jetzt noch eine Kiste und die kriege ich aber per Magnetmodul. Das heißt, wir. Ja. Das heißt, wir nehmen dich. Ja, komm schon. Schieben. Ey. Schieben dich dahin. Ja. Ja. Why not? Ups. Das kriegen wir auch hin. Hm. Hopp, 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 hopp. Cool, vielen Dank. Hopp, gib mir das. Tu das dahin, weil ich da eh hin will. Jopp. Ja. Okay. Was, kein Platz. Ich geb dir keinen Platz für so ein Schild. Ist ja endlich mal was Gutes, ey. Verpiss dich, Kleiner. ...74 ist geil. Und du wirst dich jetzt nicht ausschalten? Ich hab Nein gesagt. Nein. Hi. Joss. Prüfung meistert. Cool. Und ich dachte, ich kann 2 in einen Part packen. Was ein Blödsinn. Ja, cool. Boah, hab ich lange in diesem blöden Part rum. Und ich sag auch noch, so eine simple Scheiße. Fick Physik. Es, ja, nein, okay. Zeit vergehen lassen willst, Lagerfeuer, ja. Alles klar, Leute. Ich bin ja schon mal so in der Nähe von dem Stausee. Das heißt, ich werde mich jetzt nicht zurück teleportieren. Nächste Folge direkt wieder hier starten. Ganz hoch an den Stausee gehen und gucken, was da in Chica-Antik-Manier rumgammelt. Hm? Alright? Okay. Ihr könnt mal gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Blink out.